Hallihallo ihr Lieben, heute gibt es das erste Video mit dem neuen Hintergrund. Ich weiß noch nicht, ob er wirklich der neue Hintergrund bleibt, je nachdem wie das mit dem Licht so ist, weil das hier die dunkelste Ecke meines Zimmers ist, deswegen muss ich mal gucken, aber heute probiere ich es und ich hoffe, ihr hört die Hintergrundgeräusche nicht so sehr. Vor meinem Fenster ist ein Elsternest und die schnattern gerade rum wie sonst was und es windet ein bisschen. Ich habe hier so ein Windspiel, das ein bisschen, ja, Geräusche macht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Naja, ich fange heute an mit einem Aufgebraucht-Video und zwar hat sich wieder einiges angesammelt. Also ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Und ja, ich habe die Kiste jetzt neben mir stehen. Ich hoffe, das klappt alles so. Das ist meine Aufgebraucht-Kiste und ja, ich habe ja am Anfang eine ganz kleine Kiste gehabt und mittlerweile brauche ich echt dieses riesen Ding hier. Das ist der Inhalt und ja, ich versuche das jetzt immer hier so rauszugreifen und dann irgendwie auf mein Bett darüber zu werfen und ich hoffe, das klappt und ich muss nicht zu viel schneiden. Und ja, ich fange einfach mal an mit dem, was oben liegt. Ja, das ist das hier. Das ist die Blondierung, die ich immer benutze und zwar von L'Oreal, die Extreme Platinum, wie auch immer man sie ausspricht, ich weiß es nicht. Und die benutze ich immer für meinen Ansatz, weil sie relativ sanft ist, finde ich. Also danach sind meine Haare nicht ausgetrocknet oder so, aber schön aufgehellt. Und deswegen kaufe ich die immer wieder nach. Das ist meine Lieblingsblondierung. Und ja, ich denke, ich bleibe auch dabei. Sie ist zwar ein bisschen was teurer, aber wie gesagt, ist meine Lieblingsblondierung. Deswegen wird sie nachgekauft. So, als nächstes ein Duschgel. Und ich sage schon mal jetzt, es wird einiges an Duschgel kommen, glaube ich. Das ist dieses hier von Fahr. Und zwar Cream and Oil, Kakaobutter und Kokosöl. Riecht super gut. Ich mag die Fahrduschgele sehr, sehr gerne. Habe sie zwar erst vor kurzem entdeckt, aber ich mag die wirklich. Die sind richtig gut. Die riecht sehr intensiv. Und sie bleiben bei mir auf der Haut. Und das ist bei mir ein großes Problem, denn normalerweise bleibt der Duschgelgeruch bei mir nie auf der Haut. Deswegen werde ich mir das auch nachkaufen, weil ich das echt gut fand. Ja, das nächste ist ein Gesichtswasser. Ich habe fast Waschgel gesagt, aber das Waschgel habe ich auch aufgebraucht. Und zwar von Alverde Clear mit Heilerde. Und ja, das ist die Gesichtspflege-Reihe, die ich eigentlich immer benutze. Deswegen, das habe ich schon nachgekauft. Ist schon im Gebrauch. Deswegen wird es, wenn das leer ist, dann auch wahrscheinlich wieder nachgekauft. Das ist einfach die Reihe, die ich super gern benutze. Und ich bilde mir ein, dass es was bringt. Ich weiß es nicht, aber ich mag es sehr gerne. Das nächste ist noch ein Duschgel. Und zwar dieses hier von Nivea. Und da ist ein Haar. Ja. Also das ist von Nivea. Und zwar Frangipani and Oil. Ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt ausspricht. Und ja, das fand ich leider nicht sehr gut. Also der Geruch war sehr komisch. Also ich kann gar nicht beschreiben, wonach er riecht. Es hat sehr künstlich gerochen und da waren so kleine Ölperlen drin, die haben auch nichts gebracht. Also es hat weder gepflegt noch gut gerochen. Das würde ich mir nicht nachkaufen. Aber Gerüche sind Geschmackssache, deswegen vielleicht gefällt euch das ja super. Also mir hat es nicht gefallen, deswegen werde ich es auch nicht nachkaufen. So, als nächstes, ja, haben wir hier eine Haarfarbe und zwar die Farbe Turquoise. Ich probiere es mal so in die Kamera zu halten. Ein Türkis von Directions und wie man sieht, ja, ich habe es benutzt und aufgebraucht. Da war noch die Hälfte drin. Ich habe ungefähr die Hälfte für meine Haare benutzt und das nochmal mit einem, ja, bläulichen Ton gefärbt. Und ich habe hier irgendeinen Fleck drin. Das ist total komisch, aber ich hoffe, ihr stört euch nicht daran. Ja, jedenfalls, ich würde es mir, wenn ich nochmal türkise Haare haben wollen würde, würde ich es mir nachkaufen, weil die Farben von Directions echt gut sind. Aber momentan ist mein Ziel, meine Farben aufzubrauchen, deswegen kaufe ich es nicht nach. Aber so an sich kann ich es wirklich empfehlen, aber ja, für meine Situation momentan halt nicht so besonders. Das nächste ist auch aus der Alverde Clear Reihe, die Peeling Maske Heilerde. Ja, die benutze ich ab und an am Wochenende, also einmal die Woche, alle zwei Wochen, je nachdem. Und ja, ich weiß nicht, die bringt nicht so besonders viel, habe ich das Gefühl. Sie peelt ein kleines bisschen, aber es gehört irgendwie zu meiner Routine dazu und deswegen werde ich sie auch nachkaufen. Und wie gesagt, ich mag diese ganze Reihe, also diese, ja, Heilerde-Reihe sehr gerne und ich finde, es macht mehr Sinn, wenn man eine komplette Reihe benutzt, als nur einzelne Produkte. Das nächste, was leer ist, ist mein geliebtes Kokosöl. Das ist von Rapunzel. Und ja, das ist echt komplett leer. Also, ja, das hat ewig lang gehalten. Ich habe das zusammen mit meiner Mutter benutzt. Und ich habe es benutzt für die Haare, zum Abschminken, als Pflege. Ich kann euch mal unten mein Kokosöl, mein Wundermittel, wie auch immer ich das Video genannt habe, verlinken. Da habe ich euch gesagt, was man alles mit Kokosöl anstellen kann. Das Ding ist nämlich echt vielseitig. Ich habe mir das speziell jetzt nicht nachgekauft, sondern eins von Alnatura, weil ich das auch mal austesten wollte. Aber im Prinzip kann ich es empfehlen. Es ist super. Es ist nur wichtig, dass es nativ und kalt gepresst ist. Deswegen, also Kokosöl habe ich mir nachgekauft, aber nicht dieses spezielle. Aber ich kann es wirklich empfehlen, wenn ihr
online bestellen wollt oder in einem Bioladen seid, wo es Rapunzel gibt oder keine Ahnung. Als nächstes super unspektakulär habe ich Wattepads aufgebraucht. Die halte ich ja normalerweise nicht in die Kamera, obwohl ich sie immer aufbrauche. Aber ich wollte es auch mal machen und die werden natürlich nachgekauft. Wattepads muss ich einfach zum Abschminken und so benutzen, deswegen auf jeden Fall nachgekauft. Ja, das nächste ist eine Haarkur von, ich weiß gar nicht, heißt das Kur oder Kür? Das ist auf jeden Fall die Aldi Eigenmarke und das ist die eine Minute Intensivkur und die fand ich leider schrecklich. Also die habe ich benutzt nach dem Shampoonieren einfach ganz normal und sie hat meine Haare so extrem ausgetrocknet. Also das hat gar nicht gepflegt. Meine Haare waren richtig ausgetrocknet, strohig und überhaupt nicht schön. Ich habe sie auch länger einwirken lassen als eine Minute und eine Intensivkur ist das wirklich nicht. Also sie hat bei mir einfach gar nichts gemacht, sogar meinen Zustand von den Haaren total verschlechtert. Deswegen, nee, kann ich nicht empfehlen und werde ich auch nicht nachkaufen. Ja, hat einfach für meine Haare überhaupt nichts gebracht. Das nächste ist ein Puder von MAC und zwar das Mineralized Skin Finish Natural in der Farbe Light. Und ja, auch das ist leider leer. Ich mag es super gerne. Es ist eins meiner Lieblingspuder, aber es braucht sich bei mir unglaublich schnell auf. Also ich kann es sehr empfehlen, aber ich werde es mir jetzt nicht nachkaufen, weil ich momentan andere Puder benutze und die aufbrauchen möchte. Aber irgendwann werde ich es bestimmt nochmal nachkaufen, weil es wirklich super ist. Aber wie gesagt, es braucht sich so schnell auf und dafür ist es recht teuer. Deswegen jetzt kein Nachkauf, später vielleicht oder ziemlich sicher auf jeden Fall. Das nächste ist noch ein Duschgel und zwar dieses hier von Duschdas. Creamy Coconut, ja, es ist, riecht sehr sanft nach Kokosnuss. Ich mag ja keinen intensiven Kokosnussgeruch. Der war sehr angenehm. Die Duschgele sind auch sehr gut, deswegen Nachkauf nicht ausgeschlossen. Aber ich weiß nicht, ob ich es mir jetzt direkt nachkaufen würde. Bei den Fahrduschgelen auf jeden Fall, bei dem jetzt eher nicht, weil das ja halt, wie gesagt, Kokos ist. Ich bin nicht so der Riesen-Kokosnuss-Fan, deswegen. Aber es ist ein gutes Produkt auf jeden Fall, deswegen ich kann es auch empfehlen. So, als nächstes hätten wir hier ein, ja, P2 Calcium Gel. Und zwar ist das ein Unterlack, den ich immer benutze. Und den kaufe ich mir auch immer wieder nach. Den benutze ich jedes Mal als erste Schicht auf meinem Nagel, wenn ich mir die Nägel neu mache. Deswegen wird auf jeden Fall nachgekauft. Brauche ich. Also das ist wirklich der beste Unterlack, den ich bisher so getestet habe. Das nächste ist dieses Produkt hier. Das ist eine Swiss Opas Silber Haarkur gegen Gelbstich. Die hat zwar den Gelbstich ein bisschen minimiert, aber auch diese Haarkur hat meine Haare so unglaublich ausgetrocknet. Also die waren danach so unschön, krisselig und ja, ausgetrocknet halt. Deswegen, wenn ihr nur Gelbstich vermindern wollt, kann ich sie euch schon empfehlen. Aber ich würde euch da eher Silbershampoo empfehlen. Das macht eigentlich einen ähnlichen Effekt und meiner Meinung nach hat das jetzt meine Haare nicht so sehr ausgetrocknet wie diese Haarkur. Deswegen, die würde ich mir nicht nachkaufen. Ich benutze da lieber Silbershampoo und lasse das halt ein bisschen länger einwirken. Und das trocknet meine Haare nicht so sehr aus. Habe ich zumindest das Gefühl, ich kann mich auch täuschen, aber wie gesagt, ist bei mir halt so. Das nächste ist dieses Produkt hier. Das ist von Palmolive, das Thermal Spa Mineral Massage, was auch immer. Es ist, soll leicht peelend sein, ein Duschgel, was leicht peelt. Ja, Peeling-Wirkung habe ich überhaupt nicht gespürt. Ich würde es mir nicht nachkaufen, ich mochte es überhaupt nicht. Der Geruch war auch nicht sehr angenehm. Ich war froh, als es leer war. Kein Nachkauf, kann ich nicht empfehlen. Wie gesagt, Peeling-Wirkung eigentlich auch gleich null. Deswegen macht es für mich auch keinen Sinn. Das nächste ist diese Haarkur von L'Oreal Average ohne Sulfate. Ja, mag ich sehr gerne, ist mir aber irgendwie zu teuer dafür, dass sie sehr unergiebig ist. Also ich habe dieses Ding, glaube ich, nach dreimal benutzen oder viermal benutzen, habe ich das leer. Und dafür ist es mir zu teuer. Der Effekt ist ganz schön, macht die Haare schön weich, aber halt auch nicht so perfekt wie meine Lieblingshaarkur, die ich immer benutze. Deswegen prinzipiell würde ich es mir nachkaufen, weil es gut ist, aber so momentan nicht, weil ich halt was anderes benutze und es mir eigentlich auch zu teuer ist. Das nächste Produkt ist von TT Sept ein ägyptisches Kleopatra-Bad. Und ja, das ist auch super leer. Das ist so ein etwas cremigeres Bad. Es soll pflegen. Ich mochte es sehr gerne. Ich mochte den Geruch. Und ich würde es mir auch nachkaufen. Ich mag die TT Sept Badezusätze generell super gerne. Die kann ich auch nur empfehlen. Und das Ding hat wirklich sehr lange gehalten. Also das ist sehr hoch konzentriert, finde ich. Und deswegen, ich kann es empfehlen und würde es mir auch nachkaufen. Das nächste ist noch ein Produkt von TT Sept. Und zwar von der Schaumwelten-Reihe. Goldschatz mit Mandelblütenduft, genau. Und die haben einmal halt diese cremige Reihe, die ich gerade gezeigt habe, und dann die schaumige Reihe. Und die schäumen wirklich gut. Ich würde es mir nachkaufen. Ich mag die TT Sept Sachen, wie gesagt, sehr gerne. Und ich fand, dass es ein wirklich super Produkt war. Deswegen auf jeden Fall ein Nachkauf. Vielleicht aber auch in einer anderen Geruchsrichtung. Da gibt es ja auch ein paar. Aber der war auch sehr gut, der Geruch. Also mal gucken.
Das nächste ist noch ein Duschgel von Fah, und zwar mein Lieblingsduschgel von Fah, und zwar das Luxurious Moments. Das Wort ist echt schwer. Habe ich mir schon nachgekauft, sogar zweimal. Deswegen auf jeden Fall Nachkauf. Riecht sehr, ja, herb, ein bisschen männlich, aber super angenehm. Und der Geruch hält wirklich auf der Haut und das finde ich wirklich super. Deswegen auf jeden Fall ein Nachkaufprodukt, mag ich super gerne. Und ja, noch ein Duschgel. Ich weiß, ich nerve euch wahrscheinlich mit den Duschgel-Sachen, aber egal. Das ist auch von Duschdas 1, und zwar Limette küsst Minze. Und ja, Minze mag ich eigentlich auch nicht, aber das hat sehr sanft gerochen. Also eher nach Limette, weniger nach Minze. Fand ich sehr nett und hat einen erfrischenden Effekt gehabt. Würde ich mir aber trotzdem nicht nachkaufen, weil es einfach so viele Duschgels gibt. Deswegen teste ich da lieber noch ein bisschen weiter rum. Aber es ist ganz gut, deswegen. Also ich habe es nicht gehasst, aber auch nicht super geliebt. Also so ein Mittelding auf jeden Fall. So, das nächste ist so ein kleines Duschgel von Balea. Das war limitiert. Hat ein bisschen nach Vanille gerochen. Würde ich mir aber nicht nachkaufen, weil es sehr künstlich gerochen hat. Und ja, es gibt sowieso nicht mehr. Es war limitiert. Deswegen, ja, kann ich ja nicht mehr viel zu sagen. Und das nächste ist ein Lippenbalsam. Oh Gott, der war limitiert von Essence. Und zwar ist der aus der Me and My Ice Cream LE gewesen. Und ja, der ist auch wirklich leer und... Ja, die Pflegewirkung war okay, nicht super, aber für zwischendurch ganz gut. Deswegen habe ich ihn auch aufgebraucht. Er hat ganz gut gerochen, aber ihn gibt es eh nicht mehr. Deswegen kann ich ihn mir nicht nachkaufen. Aber wenn, dann würde ich das auch nicht machen, weil es einfach so viele Lippenbalsame gibt. Deswegen macht es keinen Sinn, da einen zu kaufen, der jetzt nicht so mega super ist. Das nächste ist die Glamour Doll Mascara von Catrice. Ist meine absolute Lieblingsmascara, habe ich schon nachgekauft. Werde ich wahrscheinlich immer wieder nachkaufen, es sei denn, ich finde irgendwann was Besseres. Aber wie gesagt, ist meine absolute Lieblingsmascara, deswegen auf jeden Fall nachgekauft. Kommen wir zu meiner Lieblingshaarkur. Das ist diese hier von L'Oreal auch. Die Absolute Repair, Cellular, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall aus der Absolute Repair Reihe, Serie, wie auch immer. Und die mag ich super gerne. Es ist meine Lieblingshaarkur, benutze ich jeden Tag. Wenn euch mehr zu dieser Reihe interessiert, ich habe meine Haarpflegeroutine abgedreht. Die kann ich euch auch unten verlinken, wenn ich dran denke. Und ja, finde ich wirklich super. Habe ich auch schon nachgekauft. Und ja, benutze ich wirklich jeden Tag. Liebe ich, mache die Haare so super weich. Und ja, viel mehr kann ich nicht dazu sagen. Es ist meine liebste Haarkur. Deswegen wird sie auch immer wieder nachgekauft. Das nächste ist ein Augen-Make-up-Entferner von Yves Rocher. Und ja, ich weiß nicht, der heißt... Oh Gott, ich kann es nicht aussprechen. Vielleicht könnt ihr es erkennen. Jedenfalls sieht er so aus. Der war für wasserfestes Augen-Make-up, also hatte diese zwei Phasen und der war sehr, sehr gut. Allerdings fast genauso gut wie der von Maybelline und deswegen habe ich mir den von Maybelline wieder nachgekauft, weil es für mich keinen Unterschied macht und da ist es mit dem Bestellen halt blöd. Und bei Maybelline muss ich nur mal eben in die Drogerie gehen, deswegen er ist super gut. Also wenn ihr noch einen super guten Augen-Make-up-Entferner sucht, schaut ihn euch mal an. Ich habe ihn mir jetzt nicht nachgekauft, aber ich würde es wahrscheinlich tun, wenn ich mal wieder bei Yves Rocher bestelle oder so. Deswegen, also er ist auf jeden Fall zu empfehlen, aber jetzt halt nicht der perfekte Augen-Make-up-Entferner. So, kommen wir zum Waschgel, was ich schon angesprochen habe, auch aus dieser Clear-Reihe. Und ja, das habe ich auch schon wieder nachgekauft. Benutze ich morgens und abends immer, liebe ich über alles. Ich habe das Gefühl, dass es wirklich was bringt. Also bei dem auf jeden Fall, bei den anderen Produkten nicht ganz so. Und deswegen... Habe ich es nachgekauft. Ich kann es empfehlen. Finde es super. Und ja, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Wie gesagt, ist eins meiner Lieblingsprodukte und habe ich jetzt schon zum x-ten Mal nachgekauft. So, dann haben wir jetzt hier ein Trockenshampoo von Balea. Und zwar dieses hier. Es gibt da ja noch ein anderes, das ich persönlich besser finde. Also das fand ich leider gar nicht gut. Erstens hat es meiner Meinung nach keinen wirklichen Effekt gehabt. Also ich habe nicht gesehen, dass mein Haaransatz frischer aussieht. Meine Haare wurden strähnig und die haben sich so, ja, komisch angefühlt. So als hättet ihr jede Menge... Ja, wie nennt man das nochmal, verdammt, Haarspray drin. Also ich benutze ja kein Haarspray, ne? Aber es hat sich so angefühlt, als hätte ich ganz, ganz viel davon drin. Und das, obwohl ich es richtig gut ausfrottiert habe, ausgekämmt habe. Aber meine Haare haben sich trotzdem echt eklig angefühlt. Und es war furchtbar schnell leer. Also ich habe, glaube ich, das Ding hier 3 oder 4 Mal benutzt. Deswegen kein Nachkauf. Ich mag Trockenshampoo eh nicht. Und wenn, dann würde ich eher ein anderes benutzen und nicht das, weil das, wie gesagt, war für mich überhaupt nicht gut. Das nächste ist das hier. Und zwar ist das von Perlweiß, die Bleaching Weiß, Bleaching, was auch immer Serie. Und das ist sowas, das benutzt man 7 Tage hintereinander. Und leider hat das bei mir überhaupt nichts gebracht. Ich wollte eigentlich eine Review dazu abdrehen. Das war aber noch mit meiner alten Kamera. Und das war alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen sage ich jetzt ein bisschen was dazu. Und zwar, ich bin starker Tee- und Kaffeetrinker. Und ich vermute, dass es etwas bringt, wenn man in der Zeit keinen Tee, Kaffee oder irgendwas anderes Verfärbendes zu sich nimmt. Ich habe es aber getan, weil es nicht hier in der Anleitung stand.
Hätte es da gestanden, hätte ich es auch so gemacht, aber da stand nichts von, deswegen habe ich weiterhin Tee und Kaffee getrunken. Und ich habe das Gefühl, deswegen hat es überhaupt nichts gebracht. Leider 15 Euro in die Tonne gekloppt, weil meine Zähne sind nicht weißer geworden, sie sind immer noch genauso gelb und blöd wie davor. Deswegen, ich kann es nicht empfehlen, aber wenn ihr kein Tee- und Kaffeetrinker seid oder darauf verzichten könnt, dann würde es eventuell was bringen. Also es gibt viele Leute, die davon begeistert sind. Bei mir hat es nichts gebracht, deswegen ja, kein Nachkauf, kann ich nicht empfehlen. Ja. Das nächste ist eine Körpercreme von Balea, und zwar diese hier, die war auch limitiert. Ich habe keine wirkliche Pflege gemerkt, der Geruch war sehr künstlich. Wenn es die noch geben würde, kein Nachkauf. Ich finde die Körpercremes oder Körperbutter-Dinger von Alverde besser, deswegen kann ich nicht empfehlen. Und wie gesagt, ich habe keine Pflege oder sowas bemerkt. Kommen wir zu 3 Pflegebädern von Dresdner Essenz. Die mag ich super gerne. Werde ich mir auch wieder nachkaufen, wobei es diese Sorte hier nicht mehr gibt. Aber die kann ich wirklich empfehlen. Die sind nicht teuer und die machen einen schönen Effekt in der Badewanne. Riechen unglaublich gut. Wie gesagt, mag ich super gerne und würde ich mir auch nachkaufen. Zumindest die Sorten, die es da noch gibt. So, das nächste sind Gesichtsmasken von Balea. Da brauche ich langsam meinen Bestand auf. Also ich habe sie benutzt, aber ich kann keinen richtigen Effekt feststellen, außer dass es vielleicht Entzündungen ein bisschen vermindert. Also wenn ihr rote, entzündete Pickel habt und diese Masken benutzt, sind die danach nicht mehr ganz so extrem. Aber so an sich habe ich das Gefühl, hat es meine Haut doch eher ausgetrocknet. Deswegen würde ich es mir nicht nachkaufen. Aber wenn ihr viele Pickel und sowas habt, könnt ihr es mal probieren und vielleicht bringt es bei euch was. Ja, ich kann es nur so bedingt empfehlen, weil ich, wie gesagt, ich habe zwar einen Effekt festgestellt, allerdings auch einen negativen. Und deswegen würde ich es mir eher nicht nachkaufen und sonst eher andere Produkte benutzen. Als nächstes noch eine Mascara leer. Und zwar ist das die Lash Architect 4D Mascara von L'Oreal. Die habe ich schon bestimmt 2 Jahre und jetzt ist sie endlich leer. Ich mag sie so an sich sehr gerne. Also sie ist sehr, sehr gut. Aber sie ist mir einfach zu teuer. Die kostet irgendwie 10, 11, 12 Euro. Das ist mir echt zu teuer. Dafür, dass sie einen ähnlichen Effekt macht wie diese Glamour Doll von Catrice. Deswegen würde ich eher zu der Glamour Doll raten, weniger zu der. Aber es ist eine gute Mascara. Und so an sich kann ich sie empfehlen. Kommen wir zu 2 Lidschatten, die nicht aufgebraucht sind, aber kaputt gegangen. Und das sind diese hier von P2, die Metal Eyes Lidschatten. Einmal in Plum Peacock und einmal in Lilac Butterfly. Und ja, ich mag die super gerne, aber die fallen bei mir immer runter und gehen bei mir immer kaputt. Ich habe mir hier diesen Lilac Butterfly jetzt auch 2-mal nachgekauft, weil die aus dem Sortiment gehen. Und deswegen, also ich kann sie empfehlen so als Farbe an sich, aber sie fallen bei mir immer runter und gehen immer kaputt. Und das finde ich leider echt schade. Und ich weiß, dass man die pressen kann, aber das ist mir ehrlich gesagt zu viel Aufwand. Und deswegen, ja, so an sich, die Farben sind echt schön, aber die kommen jetzt einfach weg, weil ich keine Verwendung mehr für zerbrochene Lidschatten habe. So, noch ein Lidschatten, der nach einer Ewigkeit leer gegangen ist. Das war einer meiner ersten Lidschatten. Und zwar ist es dieser hier von Alverde. Und zwar ist das die Farbe Nude Rose, aber die gibt es gar nicht mehr hier in diesem Format. Und das ist so ein gebackener Lidschatten gewesen auf so einer Platte. Also das hier ist jetzt auch die Platte und kein Lidschatten mehr. Ups. Und der war echt schön. Der hatte, ich kann mal ein bisschen versuchen rauszukratzen, vielleicht erkennt man es so. Der hatte so ein bisschen leichten Schimmer. War wie gesagt einer meiner ersten Lidschatten und den habe ich sehr gerne benutzt. Und jetzt ist er mittlerweile leer. Und ich würde ihn mir prinzipiell nachkaufen, wenn es ihn noch gäbe und wenn ich nicht so viele Lidschatten hätte. Deswegen... Aber so an sich ist der echt gut, aber ich glaube, die gibt es ohnehin nicht mehr. Deswegen bringt es ja auch nichts, euch die jetzt zu empfehlen. Jetzt habe ich noch eine Gesichtscreme von Olas. Und zwar ist das die Complete Nachtcreme für normale und trockene Haut. Fand ich ganz gut, hat die Haut ganz gut gepflegt. Ich bin jetzt aber auf eine andere Serie umgestiegen. Und deswegen würde ich mal sagen, ich kann sie empfehlen. Aber ich würde sie persönlich nicht mehr nachkaufen, wie gesagt, weil ich eher auf eine andere Serie mittlerweile zähle. Aber so an sich ist sie wirklich gut und sie riecht sehr angenehm, sie pflegt schön und ja, die fand ich wirklich gut. Ist zwar ein bisschen was teurer, aber wie gesagt, ich habe einen Effekt festgestellt und das will schon was heißen, weil ich bei Creme selten einen Effekt feststelle. Wir nähern uns dem Ende. Ich habe jetzt hier noch 3 Pröbchen, die dürften euch aber nicht so viel interessieren oder so sehr interessieren, weil es asiatische Pröbchen sind. Und zwar habe ich hier einmal von Near Skin, von Misha, so, was war das überhaupt? Eine Peeling-Massage-Maske. Fand ich ganz gut, war ganz angenehm. Ich mag die asiatischen Produkte. Würde ich mir prinzipiell auch in der Originalgröße kaufen. Aber die sind, glaube ich, doch recht teuer und deswegen würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Aber die Probe fand ich wirklich gut. Genauso verhält es sich mit diesem Ding hier. Und zwar war das ein Cheek and Lip Tint von Etude House, wenn man es so ausspricht. Jedenfalls war das sehr rötlich. War eher für die Lippen gedacht, weniger für die Wangen. Auf den Lippen war es wirklich schön. Das hatte so ein, ja... leichten Hauch von Farbe, hat nicht ausgetrocknet, hat sehr gut gehalten, war sehr schön. Würde ich mir prinzipiell auch nachkaufen, aber wie gesagt, ich glaube, die Produkte sind recht teuer.
Und ich sag jetzt auch nicht so viel dazu, weil die asiatischen Sachen, da kommt man ja nicht so gut ran. Deswegen bringt es auch nicht so viel, euch da jetzt was zu empfehlen. Ja, kommen wir zu dieser BB-Cream. Das ist die Apieu Flawless Cover BB-Cream. Also Apieu, wie auch immer man es ausspricht, da unten steht, ist die Marke. War mir leider viel zu dunkel und es sah richtig maskenhaft aus. Also super unnatürlich, kann ich nicht empfehlen, würde ich mir nicht nachkaufen. Also die sah echt nicht schön aus auf der Haut, wurde schmierig, war sehr dick und ja, deswegen fand ich nicht, die würde ich mir auch nicht nachkaufen, wenn ich sie irgendwie in Originalgröße finden würde. Deswegen, nee, kann ich nicht empfehlen, ist nicht so meins. Ähnlich verhält es sich mit dieser Foundation hier von Revlon und die sieht noch super voll aus. Ich war so überrascht, als sie plötzlich leer war, aber da ist anscheinend so eine Folie oder sowas drin oder drum. Ja, jedenfalls ist die auf jeden Fall total leer und ich habe nicht damit gerechnet. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht, wenn man reinguckt. Also, ich wollte sie benutzen und dann kam plötzlich nichts mehr raus. Und die habe ich echt selten benutzt, also vielleicht insgesamt 10 Mal oder so. Weil, also ich weiß nicht, wieso die Leute so begeistert von der sind. Ich fand sie wirklich echt nicht gut. Ich fand sie sehr, sehr schlecht, weil sie einfach null Deckkraft bei mir hat. Also, ich brauchte sehr viele Schichten, deswegen war sie auch so schnell leer, um überhaupt eine Deckkraft zu haben. Und dann sah sie sehr unnatürlich aus. Ich würde sie mir nicht nachkaufen. Ich mochte sie überhaupt nicht. Und deswegen, ja, ich verstehe nicht, warum sie so gehypt wird, weil ich persönlich fand sie super schlecht und würde sie mir halt, wie gesagt, nicht mehr nachkaufen. Kommen wir zum letzten super spannenden Produkt. Das ist das hier. Und zwar ist es von meiner Blondierung die Anti-Gelbstich-Kur. Und die ist immer bei der Blondierung dabei. Es ist halt wie vorhin von Swiss Opal zum Beispiel so eine Kur mit lila Pigmenten, einfach um den Gelbstich rauszuziehen. Und die kann ich euch echt, wenn es die zu kaufen gäbe, was leider nicht der Fall ist, würde ich sie mir nachkaufen. Sie macht die Haare schön weich, sie trocknet die nicht aus, sie zieht den Gelbstich raus. Finde ich wirklich gut. Also ich würde sie mir wahrscheinlich wirklich nachkaufen, wenn es sie in groß gäbe. Aber so ist sie halt bei meiner Blondierung dabei und da benutze ich sie auch immer. Und das war's dazu. Und das war mein Aufgebraucht-Video. Es war mal wieder ein bisschen länger, aber es war auch wirklich viel. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, auch mit dem Hintergrund und dem Licht. Es war hoffentlich alles in Ordnung oder zumindest etwas okay, annehmbar, wie auch immer. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht es gut und tschüss!